Na, kennen Sie ZDF Neo? Den frischen, jungen, innovativen Sender für die Zielgruppe der unter 49-Jährigen? Nun, so zumindest ist der Sender mal gestartet im Jahr 2009. Es sei ein Sender für Zuschauer, die mehr vom Fernsehen erwarten, als sie gerade bekommen. Der Anspruch sei es, intelligentes und unterhaltendes Fernsehen für die Menschen zwischen 25 bis 49 Jahren zu machen. Doch mit dem Anspruch scheint es lange her zu sein. Denn wenn man sich etwa das aktuelle ZDF Neo-Programm anschaut, dann lässt sich feststellen, dass ZDF Neo im Wesentlichen zu einer Zweitverwertungsstation für bereits gesendetes ZDF-Programm geworden ist. Dies ist auch Jakob Bura aufgefallen von der Online-Seite Planet Interview. Und deswegen hat er auf der ZDF-Pressekonferenz am 23. März dazu einfach mal eine Frage gestellt. Die erste Wortmeldung kommt von Herrn Bure, bitte. Ich komme auch nochmal zu dem Punkt Beschränkung Programmangebot. Ich habe mir jetzt diese Woche ein bisschen das Programm von ZDF Neo angeschaut. Laut ZDF ja so der Innovationsmotor für die Programmfamilie, wo neuartige Erzählweisen getestet werden, wo überraschende Formate und mutige Fiction präsentiert werden und junge Fernsehtalente weiterentwickelt werden. Das habe ich dann gesucht in diesem Programm. Ich habe dann gefunden, 3 Stunden pro Tag Bares für Rares, am heutigen Freitag 4,5 Stunden. Sie nennen es ja ein junges, modernes Unterhaltungsprogramm, das nur da noch dazu. Jeden Tag kommen Columbo-Folgen, die heutige ist von 1974. Es gibt jeden Tag zur Primetime Krimi-Wiederholungen, dann Wiederholungen von Dokus, von Kochshows und glaube ich noch ein paar anderen Shows. Und genau 2 Formate in dieser Woche sind originär ZDF Neo und das eine Format davon läuft auch im Hauptprogramm des ZDF. Warum erhalten Sie sozusagen auf Kosten der Gebührenzahler ZDF Neo als als Wiederholungsplattform? Man könnte doch auch den Sender dann, wenn es wirklich nur 2 Formate sind, auch schließen und die dann vielleicht das eine noch auf Dreisatz senden, wenn das so wichtig ist, die Quizshow mit Nelson Müller. Also es sind nicht 2 Formate, die originär bei Neo sind. Da in dieser Woche? Gestern Abend hatten wir einige Formate, ich kann das jetzt nicht durchzählen. Ja. Ich habe nochmal gesagt, daran erkennen Sie, wie sparsam wir agieren. Ja, wir bieten natürlich Programme wieder an, die schon im Hauptprogramm gelaufen sind, können sie aber dort auf ein jüngeres Publikum zuschneiden. Wir beginnen nach und nach auch Serien zu produzieren für Neo. Es laufen schon einige, ihre Zahl ist falsch, eindeutig. Wir können das verifizieren. Wir haben mehr Eigenproduktionen für Neo. Ja, Bellut hat dir ja entschieden widersprochen und gesagt, ihre Zahlen sind falsch. Was sagst du denn jetzt dazu? Ja, das habe ich auch schon online in meinem Blog-Eintrag dazu geschrieben. Thomas Bellut hatte tatsächlich recht, dass es nicht in der Woche, in der wir uns da unterhalten haben, 2 Formate waren, die sozusagen originär Neo sind, sondern es waren 3. Plus dann nochmal eine Neo-Koproduktion mit einem belgischen TV-Sender. Also sagen wir fast 3,5. Aber ich denke, jeder, den man jetzt auf der Straße fragen würde, hey, sag mal, was denkst du, wie damit ein Fernsehsender funktioniert, wie viele eigene Sendungen braucht der, der würde wahrscheinlich eher sagen, so, naja, 10, 15 oder 20 und nicht 3 oder 4. Angeregt durch Jakobs Frage hat sich auch Stefan Niggemeier auf Übermedien die Mühe gemacht, einmal eine genaue Statistik zu erstellen über die vergangenen 4 Wochen im Programm von ZDF Neo. Und das Ergebnis ist tatsächlich erschreckend. 7,9% machen gerade mal die Eigenproduktion für ZDF Neo aus. Und da sind deren Wiederholungen noch mit eingerechnet. Geht man wirklich nur von Erstausstrahlungen von Eigenproduktionen auf ZDF Neo aus, liegt der Anteil bei erschreckenden 1,2%. Vor allem ist lustig, dass die wesentlichen Programminhalte welche sind, die man nicht unbedingt mit jungem Publikum assoziiert. Vor allem Wiederholungen des ZDF-Dauerbrenners Bares für Rares machen ganze Sendestrecken auf ZDF Neo aus. Aber nochmal dieses 4,5 Stunden Bares für Rares, was ja, glaube ich, nicht wirklich eine Sendung ist, die man jetzt mit jungen, modernen Unterhaltungsprogrammen... Das ist eines der jüngsten Programme bei uns. Hat einen Marktanteil über 10%.
Und ich habe immer wieder gesagt, diese Kritik ist ja nicht neu, die Sie jetzt äußern. Man kann nicht auf jeder Programmfläche eines Senders, einer Sendergruppe erhaben sein. Bares für Rares ist sehr erfolgreich, erreicht jüngere Leute, trifft offenkundig den Nerv der Zeit und wird dort nochmal wiederholt. Ja, was ist daran Schlimmes? Nee, was stört also Sie an Bares für Rares? Ist da moralisch irgendetwas dagegen zu sagen? Mich stört an der Sendung gar nichts. Sie senden diese Sendung teilweise 4 bis 5 Stunden am Tag. Stefan Niggemeier hat ausgerechnet, Sie senden diese Sendung im 2017 insgesamt 5 Wochen, 4 Tage und 15 Stunden. Das zeigt, wie erfolgreich dieses Programm ist. Ist es auswertbar? Ich erinnere mich natürlich jetzt an das Zitat von Thomas Bellot auf der letzten Pressekonferenz, dass er sagte, Bares für Rares ist eins der jüngsten Programme im ZDF. Das gab mir natürlich schon zu denken. Also da ist natürlich jetzt nicht das Alter von Horst Lichter gemeint, logischerweise, sondern sehr wahrscheinlich auch die Leute, die das gucken. Und Bares für Rares, ich habe ja auch gar nichts gegen diese Sendung, ich wundere mich nur, dass sie so viel Platz eingeräumt bekommt. Es kann schon sein, dass auch viele junge Leute das gucken, aber dass jetzt diese Perpetuierung, dieses ewige Wiederholen irgendwas mit Innovation zu tun haben soll, also das müsste das ZDF nochmal genauer erklären, wie sie das wirklich meinen. Das ist auch so ein Grund, warum ich auf diese Pressekonferenzen gehe. Ich gucke mir, was sagen die Verantwortlichen einerseits und wie sieht die Realität andererseits aus. Und wenn da eine gewisse Differenz besteht, dann kann man auch gerne dazu mal eine Frage stellen, finde ich. Sie sollten uns eigentlich loben dafür, wie geschickt wir die Programmvorräte der ZDF-Gruppe nutzen, um sie dort bei Neo nochmal anzuwenden. Und je stärker dieser Kanal ist, desto mehr kann man dann überlegen, ob man erst auf Strahlungskapazitäten vom Hauptprogramm dann auch auf Neo verschiebt. Wir arbeiten dran, das ist Handwerk, ja. Aber das kann man dann beurteilen, wenn man dieses Geschäft schon länger macht. Man kann nicht auf einen Schlag 100 Millionen auf dieses Programm setzen, das Geld ist nicht da. Wir haben aber den Etat für Eigenproduktion langsam erhöht. Genau das ist aber nicht der Fall. Als ZDF Neo 2009 startete, war der Anteil der eigenproduzierten Formate deutlich höher. Es gab Formate wie Neo Music, es gab mehrere eigenproduzierte Doku-Formate und Spielshows. Vor allem mühte sich ZDF Neo damals noch, tatsächlich junges Publikum zu erreichen. Mit Inspektor Barnaby, Columbo oder um den Jahreswechsel herum mit der Schwarzwaldklinik ist das sicherlich weniger zu erreichen. Also es gibt eine Sitcom, die heißt Nix Festes, wobei ich glaube, die Folgen sind gerade wieder durch. Ich glaube, aktuell läuft auch wieder die Sitcom mit Echo Fresh, Blutsbrüder, ich vergesse immer den Namen. Also genau, es läuft jetzt wieder noch eine andere Sitcom. Du kannst deinen Usern wahrscheinlich nochmal genau sagen, wie die heißt, die jetzt diese Woche läuft, wie gesagt, mit Echo Fresh. Was ist noch neu? ZDF, das Neo Magazin Royal natürlich. Das ist schon eine Marke seit einigen Jahren auf ZDF Neo, aber eigentlich auch ist Jan Böhmermann, muss man sagen, das einzige Gesicht dieses Senders. Und wenn man ganz genau ist, dann feiert ja nicht mal das Neo-Magazin Royal seine Premiere bei ZDF Neo, sondern online in der ZDF-Mediathek. Und einen Tag später läuft es dann spätabends im ZDF. Die Frage, auf die also alles hinausläuft, ist natürlich folgende. Wozu ist ZDF Neo eigentlich nötig? Denn die paar wenigen Eigenproduktionen könnte man auch locker im ZDF oder auf Dreisat unterbringen. ZDF Neo hat ein Jahresetat von 33 Millionen Euro. Und man fragt sich, wozu wird das Geld eigentlich ausgegeben? Ich denke allerdings, also dass ich mit 33 Millionen im Jahr mehr Erstsendeminuten erstellen lassen als diese 6 Stunden pro Woche, die ich da errechnet habe. Und laut Übermedien sind es ja sogar noch weniger pro Woche. Also ich denke, mit 33 Millionen kannst du schon ein bisschen mehr machen. Ich vermute nur, dass ZDF, dass das Neo-Magazin Royal doch einiges Geld kostet. Wir haben das selber schon mal Jan Böhmermann gefragt, wie viel seine Sendung kostet. Da gab er sich nichts ahnend und
hat also diese Frage nicht, hat sie nur als Witz quasi beantwortet. Auch das ZDF gibt darüber keinerlei Auskunft. Und ich meine allerdings, mich zu erinnern, dass zumindest mal Jan Böhmermann erzählt hat, dass er seine Geschichte Verafake, das war, als er einen Kandidaten eingeschleust hat bei Schwiegertochter gesucht. Ja. Dass sie das ein Jahr lang vorbereitet haben. Mhm. Und ich finde das, also das müsste ich nochmal nachschauen, wo genau er das gesagt hat. Aber wenn das stimmt, dann kann man schon dafür ausgehen, dass da ordentlich Budget vorhanden ist. Ne? Weil also welche Sendung hat jetzt irgendwie das Budget, einen Joke von, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten ein Jahr lang vorzubereiten, ne? Ja klar, die haben eine richtige Wohnung angemietet, haben die komplett eingerichtet und haben unglaublich viel Aufwand betrieben, ja. Aber das Neo-Magazin Royal heißt ja auch erst Royal, seit es auch im ZDF Freitagnacht wiederholt wird. Das heißt, die bekommen ja auch vom ZDF noch Geld, nicht nur von ZDF Neo, weil sie ja auch Teil des ZDF geworden sind. Deswegen nennen sie sich jetzt ja Royal seitdem. Ja, umso mehr würde ich die Frage stellen, wo diese 33 Millionen hingehen, wenn man tatsächlich nur Wiederholungen bringt, eben bis auf diese knapp 2% Erstsendeminuten. Das ist ja einmal bezahltes Programmvermögen. Und wenn sich dann zu anderen Zeiten und auf anderen Kanälen und in anderen Zusammenhängen die Menschen dafür interessieren, dann ist das doch genau das, was wir eigentlich mit dem Geld öffentlich-rechtlicher Beiträge tatsächlich anstreben sollten. Was uns Frau Thieme vom Fernsehrat hier ernsthaft verkaufen will, ist: Sollen wir doch bitte froh sein, wenn ein Sender wie ZDF Neo möglichst viele Wiederholungen zeigt. Dann kostet er weniger. Tja, aber dann wäre es doch bitte wirklich die ehrlichere Variante, ZDF Neo einfach einzustampfen.